So, ihr kleinen Gipfelstürmer, da sind wir wieder. Part 8 müsste das jetzt sein. Ich habe den Spielstand gerade mal geladen und wir sind im Haus gespawnt. Ich bin jetzt gerade mal rausgerannt an die gleiche Stelle, damit das nicht so aussieht, als wenn ich hier irgendwie zwischendurch mal weg gewesen wäre. Also ganz unauffällig. Ich konnte ja gar nicht abwarten, ne, wieder zu spielen. Ich habe die Folgen, die wir aufgenommen haben, noch nicht mal gerendert. Der rendert jetzt im Hintergrund. Und ich bin schon wieder am Zocken. Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Oh doch. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ja, ja. Komm. Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Nee, ich sehe nur so aus, so. Dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ich schulde dem Goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Ja, ja, komm. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Tja, also wir spielen jetzt quasi das Zünglein an der Waage. Wir entscheiden jetzt, was richtig und was falsch ist. Wir entscheiden uns zwischen Sabal und Amita. Ist natürlich klar, dass wir der kleinen Dreckskuda nicht weiterhelfen, sondern immer schön Sabal wählen. Weil sie hat auf uns einen Fick gegeben, jetzt geben wir einen Fick auf sie. Außerdem gibt sie auch einen Fick auf ihre eigenen Leute. Ja, sie lässt einfach mal ganz, ganz klar ihre eigenen Truppen sterben, nur damit sie irgendwie an ein paar Infos rankommt oder so. Also die ist wirklich durchgedreht. Wir können uns ja mal nur so aus Spaß mal anhören, was die so zu sagen hat. Also was die vorhat. Das heißt, wenn wir die jetzt auswählen, dann starten wir nicht gleich die Mission, sondern hören erstmal. Ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also... Pass gut auf. Okay. Nein, nicht okay. Ich gehe doch zu Sabal. Tut mir leid. Fotze. Abbrechen. So, das war die Antwort einer dummen Schnöpfe, die keine Ahnung hat, was sie redet. Und dann, ups, jetzt laufe ich schon völlig in die falsche Richtung. Und dann gibt es ja noch den Sabal. Ne? Das ist natürlich der Vernünftige hier. Unter den goldenen Pfadleitern. Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann. Aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Guck mal. Dann mach dich auf den Weg. Siehst du. Er kümmert sich um sein Volk. Kurz und knackig. Da sind ein paar Kollegen von mir. Ja, das Lager wird überrannt. Das würde eh schon Blutbad. Ich muss ihnen helfen. Was sagt Amita? Scheiß drauf. Lass sie doch alle abnübbeln. Wir brauchen Informationen. Ob die uns was bringen, wissen wir zwar nicht, aber scheiß drauf. Was sind denn so ein paar Menschenleben? Ist doch egal. Ja, und das machen wir mal gar nicht mit, ne? Da haben wir mal gar keinen Bock drauf. Und deswegen schön immer Sabal. Ey, die hat schon so viel verrissen, dieses kleine Biest. Die hat gar nichts mehr zu melden. Wir werden eigentlich immer Sabal wählen. Selbst wenn sie den besseren Vorschlag hat. Allein schon aus Prinzip. Weil wir wissen, dass sie nichts in der Birne hat. So, komm, wie kann ich steigen und sinken? So. Warte mal, ich muss das mal schnell umstellen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Karte, Taktik, Sammlung. Achso, wir müssen ins Menü. Steuerung, ganz schnell einmal. Fahrzeugsteuerung, Gyrokopter, Standard, klassisch. So. Ja, das ist schon besser. Ach, wenn ihr nur wüsstet, ey. Was ist das für ein dummes Vibe? Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz.
Ja, der Gyrokopter hat so eine kleine Schwäche. Und zwar dürfen wir mit dem nicht höher als, weiß nicht, 1000 Meter oder so. Und die sind schnell erreicht. Gerade in den Bergen ist das auf jeden Fall, sind 1000 Höhenmeter gar nichts. Der Abstand zum Boden spielt dabei keine Rolle. So, hier Karma-Events, wissen wir, ne? Könnte man helfen jetzt und Karma sammeln, aber habe ich nicht nötig. Ich bin eh ein Einzelkämpfer, von daher brauche ich keine Unterstützung. Und da gebe ich dann mal einen Fick drauf. Genau. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber ich habe gerade keine Lust, darauf zu achten. Der Countdown der Bomben wurde gesetzt? Das ist doch ein Witz. Glaube ich nicht. Ich bin noch nicht mal da. Das ist so... Ach ja, okay. Also, ja, weil die anderen mich gerade gesehen haben, ne, wurde der Countdown gesetzt. Also wir werden gleich dort nochmal respawnen. Da können wir jetzt nichts für, dass der schon ausgelöst wurde. Wir sind noch nicht mal da. Der ist so ein kleiner Spielefehler, ne? Können wir mal aus der Luft gucken, wie das aussieht. Und? Boots. Sieht man gar nicht. Wir sind noch gar nicht nah genug dran. Ach nee, das galt wahrscheinlich dem Karma-Event, ne? Die Bomben. Ach, scheiß doch drauf. Ist mir doch egal. Biete den Rebellen deine Dienste an. Das machen wir doch immer wieder gerne. Dann kann ich auch gleich hier mit dem Flattermann runtersegeln. Einmal durchs Fensterchen. Hallo. Oder auch nicht. Sind wir zu blöd für. Na, wo sind meine Skills hin, du? Haben sie sich versteckt? AJ, schön dich zu sehen. Wir sind bereit für die Bastarde. Nimm dir die Minen oder geh an das Geschütz. Zeig mir es denen. Geschütz, lieber Geschütz. Ja genau, also diese Typen, die ihr da seht mit Pfeil und Bogen, die kann man nicht sehen. Die kann man nur einmal kurz anvisieren, dann erscheint dieser Pfeil und Bogen über den Kopf. Und dann sind sie aber nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Das sind solche unsichtbaren Kämpfer, ne? Solche Profis, ne? Ganz nicht entdecke. Wir sind kurz da und kurz wieder weg, ne? So, während die Zeit abläuft oben der Balken, haben wir noch Zeit, mal so ein bisschen was aufzuschnappen hier. Macht euch auf alles gefasst. Von hier oben könnte man aber auch geil, ne? So schön. Aber dabei verlieren wir Munition. Wenn wir es in G nehmen, dann nicht. Dann können wir nämlich so viel ballern, wie wir wollen. Und das Ding hat Wumms, das kann ich euch auch sagen. Was liegt denn da vorne noch? Zack, zack, zack. Ach, Minen. Ach so, ja. Warte mal, dann machen wir mal hier was hin. Die können von überall kommen. Da machen wir mal eine Mine hin, falls sich da mal jemand hinterstellt. Und ab ans Geschütz. Jetzt geht's nämlich los. Ratzammel, ratzamm. Ups. Sie schicken Jäger. Verschwende keine Zeit. Schieß einfach sofort. Einmal Dauerfeuerabenteuer einfach rauflatzen da, die Scheiße. Das ist mir so egal. Rebellen 6 von 6 sind alle tot. Ach nee. Sind gerade neu gespawnt. Renn mir bloß nicht vor die Flinte, Alter. Das ist saugefährlich, wenn du mir hier vors Geschütz rennst. Aber die haben. Nimm's nicht so ernst. Ja, komm. Das ist halt der letzte Witz, oder? Wenn mir da jemand so vors Geschütz rennt, kann ich nichts machen. Okay, sie kommen aus dem Westen, aber die Augen nach Süden. Dann wollen wir mal Multitasking machen. Und wir sind tot. Warte mal. Zack, mal kurz eine Spritze reinhauen. Da oben steht er. Der kleine Lutscher. Wo haben wir denn die AK her? Ach, das ist unsere Rebellion-AK, ne? Wo sind die denn? So, 3 von 6. Da wollen wir mal den Rest auch noch ausschalten. Wo auch immer die sein mögen. Die kleinen Snitches, die finden wir aber noch. Ist da jemand? Gerade nicht gecheckt. Da oben. Okay, warte mal. Ach, die mit ihren Pfeilen, du. Weg damit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, erstmal heilen, ne?
Was sein muss, muss sein. So. Kann man ja nichts machen. So, das sollte reichen. Ach, und die zwitschern auch immer, ne? Die machen immer solche Vogelgeräusche. Und dann kommunizieren die damit. So, und ich hätte Bock, den letzten richtig schön mit so einem Takedown wegzunatzen, aber das kriegen wir nicht mehr hin. Machen wir lieber auf die altmodische Art. Komm schon. Sei nicht so prüde hier. Zeig dich. Trau dich, Alter. Trau dich. Das Camp ist sicher. Okay, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Dann nehmen wir mal unseren kleinen Vogel. Wissen wir auch nicht, aus welcher Richtung. Auf wen schießt du denn, Kollege? So, rein in die Maschine und dann ab. Geh die Post. Wir sind gerade noch ein paar. Die sollten wir wahrscheinlich eigentlich ausschalten, aber wir nehmen den Luftweg. Der ist angenehmer. Jäger, Vögel über Brandpfeile, bla 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 bla. Jetzt haben die uns schon gesehen. So viel zum Thema leise. Aber ging gerade nicht anders, ne? Ich muss dir mal jetzt auch zeigen, was Sache ist. Da verfolgt uns auch gerade was, aber da können wir uns gleich drum kümmern. Erstmal schön No-Scope ein ganzes Magazin auf die Wichser ballern. So ist es richtig. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Ging. So, da haben wir mal ein bisschen Platz gemacht, aber da fehlt mal was. Ja, Kollegen, komm. Für euch habe ich doch immer Zeit. Wo seid ihr denn? Ah, hier, komm her. Für dich habe ich auch noch ein bisschen Kapazität. So, raus den Pfeil. Aua, aua, aua. Das war, wenn ich mich da mal nicht verschätzt habe jetzt, dann mache ich hier ein bisschen sehr arg einen auf Rambo gerade. Zumal ich die Gegner ja nicht sehen kann. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Ich weiß gar nicht, was soll ich was suchen oder was? Was ist hier das Ziel gerade? Man weiß es nicht. Ich bin einfach reingelaufen. Ach komm, hier. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr, ne? So. Der Ruf der Rebellen, Mission beendet. Ja, ist das was oder ist das was? Wir haben zwar keine Muni mehr, aber egal. Aber das, wonach Amita gesucht hat, ist nicht hier. Das spielt keine Rolle, Bruder. Du hast Leben gerettet. Ich wusste, du schaffst das. Du hast Mohans Blut, ein wahrer Sohn Kyras. Ja, hört euch das mal an. Wir haben Leben gerettet und das hat erste Priorität, ne? Und Amita, dieses dumme Stück, wollte ernsthaft für ein paar Infos alle auf den Kopf hauen. Und das Ding ist, wenn das richtig heftige Infos gewesen wären, ne? Also lebensrettende Infos. Es kann ja auch sein, dass wir hier gerade 8 Leuten das Leben gerettet haben, aber die Infos hätten 100.000 Leuten das Leben gerettet, ne? Irgendwie kann ja auch angehen. Aber nein, es war ja nur reine Spekulation. Also da kann man mal wieder sehen, die hat auf jeden Fall mal keinen Grips, ne? Ja, süßer, komm her. Was für Streicheleinheiten, hm? Komm her, komm, 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 komm. Ruhig, ruhig, ruhig. Ach, weißt du was, Kollege, wir können doch... Lass uns das doch gleich richtig regeln. Komm raus. Komm her. Was? Ach so, er kann uns erstmal durch die Decke angreifen. Das ist natürlich geil. Ich wollte eigentlich... wollte ich sein Fell haben. Nur aus reiner Habgier wollte ich an sein Fell ran. Vielleicht verbrennt er ja. Oh, ich... Immer diese Scheiße, echt. Ich hab euch doch gerade schon alle weggenatzt. Hier, ich brauch den Papa Bär, brauche ich. Wo ist er hin? Ach, da vorne. Guck mal hier, da haben wir ihn doch.
Darum geht's ja in Wahrheit, ne? Fälle, Geld.